Hallo und herzlich willkommen auf unserem Fields Wood Kanal. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen, euer Holzbau-Spezialist aus dem Rheinland. Heute mit dem Thema, was müsst ihr alles beachten, bis euer Haus vor Ort auch gerichtet wird? Also was ist im Vorfeld alles zu tun und zu berücksichtigen? Viele Firmen werden da mit Sicherheit auch ähnliche Checklisten haben, wie wir das auch haben. Die werde ich euch jetzt einfach mal anhand unserer Checkliste auch die wichtigsten Punkte erklären, damit da auch nichts schief geht, bevor dann auch der Hausbauer bei euch vor Ort anrückt. So circa 2 Monate vorher, also 8 Wochen vorher, sollte es so sein, dass ihr alles bemustert habt. Das bedeutet, eure Badmöbel sollten klar sein, die Außenfassade sollte klar sein, die Fenster sollten klar sein. All das, was einer Bemusterung bedarf, solltet ihr im Vorfeld mit eurem Hausbauer oder auch natürlich mit eurem Installateur oder Haustechniker bemustert und festgelegt haben. Dann ist nämlich der nächste Schritt, dass auch die ganzen Verträge mit euren Vorgewerken, das ist ja meistens die Erdarbeiten und Bodenplatte oder auch der Keller, und dann die, die nach uns kommen in der Regel, die Haustechnik, Elektroinstallation oder auch Innenausbau mit Trockenbau oder die Böden und Innentüren, die noch eingebaut werden müssen, dass da auch, dass ihr einfach das Handwerkerteam beisammen habt und auch vertraglich festgehalten habt. Ist mega wichtig in der heutigen Zeit, damit die auch alle Bescheid wissen, dass sie den Auftrag haben und wir sie auch schon direkt ordentlich mit einplanen können. Denn das ist ein wichtiger Punkt, wenn man da in der heutigen Zeit sehr kurzfristig Firmen sucht, ist es oftmals ein Ding der Unmöglichkeit, das überhaupt hinzubekommen. Dann ist es so, dass ihr mit eurem Holzbauer festlegen solltet, wenn ihr Eigenleistung einbringt, die zum Beispiel hier bei uns im Werk stattfinden, wie das Streichen der sichtbaren Holzbalkenlage, die oftmals über dem Erdgeschoss entsteht. Wenn ihr das in Eigenleistung machen wollt, da spart man schnell mal ein paar tausend Euro, dann solltet ihr das auch frühzeitig und circa 2 Monate vorher, kann das der Hausbauer auf jeden Fall abschätzen, mit ihm abstimmen, wann ihr dann an einem Wochenende oder 2 Wochenenden eure Decke im Werk dann in Eigenleistung streichen könnt. Wichtig ist dann auch, dass ihr mit euren Banken sprecht, dass jetzt so in den nächsten Wochen auch die ersten Rechnungen eintrudeln werden, meistens dann für die Erdarbeiten und die Bodenplatte oder auch bei uns dann, wenn wir mit dem Haus oder der Aufstockung oder dem Andor der Produktion beginnen, dann ist es so, dass wir auch die erste Rechnung schreiben und da haben wir schon erlebt, dass manche Banken dann überrascht waren, dass die ersten Rechnungen reinkamen und dann war einfach die Bearbeitungszeit sehr lange, bis dann das Geld auch auf den Konten der jeweiligen Firmen war. Klar, es sollte auch das Gerüst beauftragt werden, damit dann auch, weil die haben auch immer einen gewissen Vorlauf, aber wenn die 2 Monate vorher Bescheid wissen, können die auch schon die Kalenderwoche in der Regel mit einplanen, wo dann das Gerüst auch aufgebaut wird. Ganz wichtiger Punkt, das sollte eigentlich die Bauleitung dran denken oder sonst auch spätestens ihr. Ihr müsst, wenn ihr mit dem Bau vor Ort loslegt, also der erste Bagger da steht und das Loch gegraben wird, die sogenannte Baubeginnanzeige an euer Bauamt senden, damit die auch Bescheid wissen, dass es vor Ort losgeht und da gibt es ja einfach unterschiedliche Anzeigen, die man stellen oder machen darf, damit auch das Bauamt immer mit informiert ist. Falls auch erst jetzt die Statik und der Wärmeschutznachweis erstellt wurde, ist es so, dass ihr auch das ans Bauamt sendet, weil das kann sonst auch schon mal dazu führen, wenn die Unterlagen nicht vorliegen, dass das zu einem Baustopp führt. Aber kriegt man alles entspannt hin, wenn man früh genug daran auch denkt. Wichtig ist dann auch noch 4 Wochen oder so einen Monat vorher, dass auch geschaut wird, wo wird am Ende des Tages der Kran hingestellt. Gibt es einen extra Kranplatz? Brauchen wir Straßensperrung? Ja oder nein? Dann kann man sich da auch frühzeitig drum kümmern und das mit den ganzen Behörden und Ämtern klären. Wir laden auch viele Familien dann so 4 Wochen vorher nochmal in unseren Betrieb ein, weil es schon immer ein besonderer Moment ist, wenn man dann sieht, dass sein eigenes Haus oder die eigene Wohnraumerweiterung hier auch produziert wird. Viele kommen dann mit ihren Kindern auch vorbei und die haben natürlich dann auch Spaß, hier schon mal auf den ersten Elementen auch rumzuturnen und zu sehen, wie aus dem Plan eben dann auch die ersten fertigen Elemente entstehen. 3 Wochen vorher solltet ihr dafür sorgen, dass auch am Tag X dann ein Toilettenhäuschen da steht, weil das ist immer ganz wichtig, haben wir auch schon erlebt, dass eben keine Möglichkeit war, irgendwo auf Toilette zu gehen auf der Baustelle und das ist einfach nicht schön, deswegen guckt, dass da auch frühzeitig immer ein Toilettenhäuschen vor Ort steht. Vor Ort, das sind dann mehr logistische, technische Sachen, sollte man schauen, wie ist grundsätzlich die Zufahrt, wo können Abfälle entsorgt werden, gibt es Wasser auf der Baustelle, das kommt bei uns schon mal vor, wenn, also der Betonbauer braucht ja auf jeden Fall Wasser, aber auch wenn wir jetzt noch einen Fertigteil Schornstein montieren, dann kommt der auch unten in ein Mörtelbett, wo wir Wasser für brauchen.
wenn eine Bautüre montiert wird, ist es wichtig, dass ihr ein Schloss habt, wo ja meistens so 5, 6 Schlüssel sollten dafür schon vorhanden sein, damit man auch die an die Handwerker verteilen kann. Und wo können eben grundsätzlich Materialpakete hingelegt werden, die ihr vielleicht dann, ja, die Firmen brauchen, aber natürlich auch, wenn ihr Eigenleistungen einbringt, wie große Dämmpakete oder Holzschalungen, wo legt ihr die am besten vor Ort auf das Grundstück, damit ihr sie auch easy reintragen könnt und sie auch, ja, damit das einfach klar ist, frühzeitig. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, die im Vorfeld zu klären sind. Beim Kran fällt mir gerade noch ein wichtiger Punkt. Wichtig ist noch, das sollte man auch sehr frühzeitig immer klären, ob irgendwo Oberleitungen sind. Das sollte auch 2 Monate vorher passieren, damit die auch frühzeitig entweder umgebaut oder umgelegt werden können von eurem Energieversorger. Denn das könnt ihr euch ja vorstellen, wenn diese Oberleitung über euer Grundstück geht und ihr mit euren Elementen dann mit dem Kran irgendwo hin sollen, funktioniert das einfach nicht oder ist das teilweise lebensgefährlich. Das ist noch ein wichtiger Punkt, der mir gerade noch gekommen ist. Das sind aber grundsätzlich alle wichtigen Punkte. Ich hoffe, das hilft euch auch bei eurem Projekt, egal in welcher Region ihr baut, und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Euer Benjamin Stocksiefen.